Der Auftragsnehmer kauft Ziegel für den neuen Innenhof. Jede Ziegel kostet 3 Dollar. Insgesamt will er nicht mehr als 1000 Dollar ausgeben. Das ist weniger als 1000 Dollar. Nicht weniger oder gleich, sondern streng weniger als 1000. Das Flächenmaß jedes Ziegels ist ein Quadratfuß. Schreibt eine Ungleichung, die die Anzahl der Ziegel zeigt, die er für 1000 Dollar kaufen kann, und berechnet dann, wie groß die Hoffläche sein kann. Nehmen wir an, dass x die Anzahl der gekauften Ziegel ist. Der Preis der gekauften Ziegel beträgt 3x, weil jede Ziegel 3 Dollar kostet. Also, 3x ist die volle Kosten der Kauf von den notwendigen Ziegel. Der Auftragnehmer will nicht mehr als 1000 Dollar ausgeben. Wir schreiben, dass 3x kleiner als 1000 Dollar ist. Wenn wir hier kleiner oder gleich hätten, dann hätten wir hier ein Gleichungszeichen. Wenn wir erfahren möchten, wie viel Ziegel der Auftragnehmer kaufen kann, sollen wir beide Seiten durch 3 dividieren. Also, wir multiplizieren oder dividieren. Ihr könnt vorstellen, dass wir mit 1 Drittel multiplizieren oder durch 3 dividieren. Mit einer positiven Zahl. Das Zeichen ändert sich dabei nicht. Also wir haben x ist kleiner als 1000 durch 3, das ist 333 und 1 Drittel. Das heißt, dass er weniger als 333 und 1 Drittel der Ziegel kaufen soll. Das Flächenmaß von jedem Ziegel ist ein Quadratfuß. Also, wenn er weniger als 333 und 1 Drittel der Ziegel kauft, soll die Hoffläche weniger als 333 und 1 Drittel Quadratfuß sein. Das war's und viel Spaß mit weiteren Aufgaben.